Hallo und herzlich willkommen heute zu einem ganz speziellen Video. Heute geht es nämlich um 6-jähriges Bestehen von SGP Manga und Anime. Und heute werde ich ein bisschen etwas über die Geschichte von SGP Manga und Anime, also beziehungsweise von mir und dem YouTube-Kanal erzählen und ein paar Outtakes und ein paar Patzer und so, ein paar Sachen, die ich eigentlich nie veröffentlichen wollte, werdet ihr heute in diesem Video sehen. Nach dem Intro. Ihr seid nun am Hauptteil angekommen. Ich werde euch jetzt ein bisschen etwas über die Geschichte erzählen. Es ist mehr Vlog-Style, das heißt, ich werde nicht groß schneiden, weil vor allem dieses Video heute auch direkt am 15. produziert wird. Yeah, ich hätte es gern früher gemacht, aber unser DSL war mal immer. Von dem her lassen wir das. Also, wie ist eigentlich SGP entstanden? Also wie ist mein Kanal überhaupt entstanden? Das Ganze ist nur entstanden, weil mein Vater mir einen kleinen Anstups gegeben hat und gesagt hat, hey, mach doch mal so ein Stop-Motion-Video doch auf YouTube. Das könnte doch sehr gut sein hier auf diesem Kanal. Dann habe ich mir meinen Kanal gegründet. Mit dem ersten Namen Lego Gunny. Ja, es hat nichts mit dem Gun zu tun. Wir haben uns dort, wie soll ich sagen, verschrieben. Wir wollten eigentlich Lego Goonies nehmen. Naja, es ist halt Gunny gewesen, aber who the fuck cares? Und wir haben dort zusammen angefangen, also ich habe mit meinem Vater zusammen die Stop Motion am Anfang gemacht. Dann habe ich angefangen, also beziehungsweise die ersten Teile habe ich selbst gemacht und dann haben wir angefangen ein paar Co-Produktionen zu machen. Das heißt, ich habe eher mich um den Schnitt gekümmert und er sich auch ein bisschen um die Kameratechnik und so. Und das waren noch Zeiten, muss ich schon sagen. Wir haben auch ein Video, das wir nicht veröffentlicht haben, das war richtig geil, das Projekt. Wir wissen nicht mehr, ob es wirklich existiert, weil der Computer, den wir dazu benutzt haben, ist im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, ich habe keinen Plan, ob die Bilder noch existieren oder ob sie weg sind. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Von dem her, egal. Es gibt insgesamt in meiner ganzen Karriere, wie ich jetzt hier auf YouTube bin, ungefähr etwa 40 Videos, die ich nicht veröffentlicht habe. Ja, das hört sich noch viel an und ist es auch. Weil ich, wenn man jetzt bedenkt, ich bin jetzt bei rund 220 Videos, die ich schon hochgeladen habe in 6 Jahren, ist es nicht so viel, oder? Ich war früher ja nicht ganz so aktiv, aber naja, kommen wir wieder zurück, back to topic. Danach habe ich mich ein bisschen eigenständig gemacht und bin dann eher auch ein bisschen mehr ins Videoschnitttechnische eingegangen, bin dann von Windows Movie Maker weggekommen auf Magix. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich verdammt viele Stop-Motion-YouTuber kennengelernt, die wirklich verdammt geil sind. Ja, es war einfach nur verdammt geil, diese eine Szene dort. Bis meine Zuschauerschaft ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, bis alles dann ins Monetarisieren hineinkam und dann immer gefragt wurde, hey, wann kommt dieses Video, wann kommt das, und ich konnte es einfach nicht mehr hören. Stand mir bis hier oben, habe ich gedacht, so leckt mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr, weil das hat mich so runtergezogen. Hey, dieser ständige Druck, das war zu viel, also habe ich mich zu komplett ein halbes Jahr fast zurückgezogen. Und habe dann noch einen Mock gemacht, also für Anime-Fans, geht es googeln? Nein, ist my own creation. Also sozusagen eben, ich habe mit Lego meine eigenen Modelle gebaut und beziehungsweise eigenen Städte, wie ihr dann früheren Videos gesehen habt sicher. Und dort habe ich dann noch so ein Video hochgeladen, oder? Aber kommen wir noch mal kurz zum Werdegang von dem Namen. Also angefangen hat alles mit dem Namen Lego Gunny. Danach kam es zu Star Gunny. Danach wurde es zu SGP. Jetzt fragen sicher vielleicht noch ein paar von euch, wieso zum Teufel SGP? Entschuldigung, SGP und wieso, was hat das für eine Bedeutung? Im Prinzip ist es eigentlich eine Abkürzung von SG ist Star Gunny
und P steht für Production, also SGP. Und ja, ich hänge noch ein bisschen am alten Namen, das muss man schon sagen. Und dann ist es halt einfach noch gekommen, dass ich dieses Manga Eto Anime noch hinzugefügt habe, also das Manga und Anime. Weil ich wollte, dass man jetzt erkennt, dass es nicht mehr ein Lego Stop Motion Videokanal ist, sondern dass es jetzt explizit nur noch um Animes und Manga Sachen geht. Und ja, ich denke, das sollte so genug klargestellt werden. Sonst unten mit den Fragen einfach unten in die Kommentarbox hineinhauen. Ich werde es so gut wie es geht alles beantworten. Zumindest ich versuche es. Und ja, ich sehe jetzt gerade auf dem Screen, kann es sein, dass ich hier hinten auf Wunsch auf bin. Das tut mir leid, falls ich dort wirklich auf Wunsch auf bin. Naja, dazwischen noch ein paar Bilder, die ich einblenden werde. Und ja, was man dort dazwischen sagen muss, ich habe wirklich verdammt oft das Logo gewechselt, weil es mir nicht gefallen hat. Dort hat es mir nicht gefallen. Und jetzt hat mir ein recht guter Kumpel, er darf sich hier recht angesprochen fühlen, von Neo Tokyo 3, hat mir ein Logo gemacht. Also das Logo ist nicht von mir selbst gemacht. Es wurde von ihm gemacht, und also beziehungsweise von ihm. Er ist Grafiker und er hat es wirklich verdammt geil hinbekommen. Ich habe insgesamt 4 Samples bekommen und die waren alle verdammt geil. Aber ich habe einfach das runtergenommen, weil mir das am meisten angesprochen hat. Und er kann sich sicher auch noch daran erinnern, wie ich die ganze Zeit rumgenörgelt habe, weil mir das Logo so und so nicht gepasst hat, oder wie soll ich sagen, es war halt einfach komisch, wenn ich so sagen möchte. Ich muss mich aber kurz ein bisschen umsetzen. Ja, was soll man dazu groß noch sagen? Dann habt ihr, fangen will ich mal hier ein bisschen einblenden von den Werdegang, den Thumbnails. Ich mach mal hier drüben kurz den Ordner auf, damit ich hier alles durchschauen kann, damit auch alles relativ synchron aussieht. Ich versuche es zumindest. Alles hat angefangen mit welchem Thumbnail war das? Verdammt, wieso ist das nicht komplett sortiert? Ach, meine Fresse hier. Genau, alles angefangen hat mit diesem Thumbnail, das ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet seht. Und ich muss sagen, für diesen Zeitraum, den ich dort hatte, beziehungsweise dass es noch alles mit GIMP war, muss ich sagen, sieht es eigentlich immer noch gut aus. Aber ist natürlich optisch betrachtet jetzt von Neuem ein bisschen scheiße ausgetrachtet, oder? Ich habe dort wirklich verdammt viel danach ausprobiert, wie ich alles umsetzen könnte, damit es noch viel besser aussieht. Und das waren dann die Ergebnisse. Hier habe ich bei den nächsten, werdet ihr einfach nur sehen, wie ich die Schrift ein bisschen verändert habe. Und dann habe ich es mal ein bisschen unten hin probiert, mal ein bisschen nochmal eine andere Schrift, noch eine andere Schrift. Und das ist jetzt meine Standardschrift, die ich jetzt benutze. Meistens, und sonst benutze ich das die Font von die Schrift, die wir meistens bei Geo verwenden, weil ich die auch ziemlich cool finde. Dann hier noch weitere Texte. Hier habe ich sogar noch einen Transformers-Text habe ich hier verwendet. Ist ziemlich geil. Und dann habe ich sogar mal einen Charakter gewechselt. Und das hier war der erste Schritt hinzu, wie es dann wirklich am Schluss aussah, wie es wirklich so war, wie es ihr dann am Schluss gesehen habt. Also alles, was ihr da fortgesetzt gesehen habt, das habt ihr eigentlich alles nie mitbekommen, was ich dort in Zeit rein investiert habe. Und das ist halt einfach, das bleibt halt einfach alles hinter der Kulisse. Ja, ist halt einfach so. Gut, das hier war jetzt das eine Cover-Design, das ich glaube genau 3 Monate oder so durchgesetzt hat. Und dann war es wieder am Eimer, weil es mir nicht mehr gefallen hat. Und dann kam das folgende Design hier, das hier mit dem Nisekoi-Bild, weil ich absolut im Nisekoi-Fieber war. Und ich muss sagen, im Vergleich zum vorigen war es schon ziemlich geil, also ziemlich besser. Dort hat man, oben hat man dann dieses Geo-Logo und mein Logo, also das alte natürlich. Dann dieses, die Überschrift Manga und Anime-Monats-Updates und unten rechts natürlich dann noch der Monat. Dann habe ich dazu noch mal ein Update gemacht, weil es ein bisschen monoton aussah. Habe ich den, beziehungsweise weil der Hintergrund ein bisschen immer das vordere Bild weggestochen hat, habe ich das in den Hintergrund gesetzt, wo ich das erste Mal mit Photoshop angefangen habe. Es auf unscharf gestellt. Einfach, beziehungsweise die Unschärfe noch ein bisschen, ja, ihr wisst schon, was ich meine, unscharf gemacht. Und dann sieht man das vordere Bild auch viel besser. Was sehr viel genialer gemacht war, finde ich jetzt. Und wenn man es jetzt auf das ganz, ganz Neue dann abzieht, auch noch zuerst noch eins von den Manga und Anime Monats Updates, Bilder, die ich eigentlich jetzt verwenden wollte,
Das war das hier. Das habt ihr natürlich auch wieder nicht gesehen. Ich wollte es eigentlich noch so nah wie möglich am Alten heranbringen. Hab's dann aber gelassen, weil es das rechts unten hat mir einfach, also beziehungsweise bei euch ist es ja links, oder? Muss man. Links, rechts. Ja, dort, wo Dezember steht halt. Jo, und das hat mir am Schluss doch nicht gefallen, also habe ich es abgeändert auf zuerst dieses Design hier. Das habt ihr natürlich auch nicht gesehen, das ist wieder hinter den Kulissen. Habe ich angefangen mit der Kommentarbox, wo ich eingebaut habe im Ending und so. Und alles. Ja. Und das hier ist jetzt eigentlich das finale Design von dem Ganzen. Und dazwischen hatte ich noch ein weiteres, das war das Zwischendesign. Das müsst ihr eigentlich nicht komplett tot ernst nehmen. Das war ein Zwischendesign, das ich hingeklatscht habe. Ja, es war halt einfach etwas dazwischen, weil ich wollte so einen Übergang machen, damit ich dann dieses das gewisse Etwas hatte, damit man sehen kann, schaut, es ist etwas an der Arbeit, was ich gerade am Werkeln bin, und das, was jetzt hier eingebildet wird, ist das aktuellste und muss sagen, das gefällt mir jetzt top, das wird eine Weile sicher so bleiben. Und dann haben wir noch vom Vlog, das sieht eigentlich im Prinzip alles sehr gleich aus, vor allem habe ich jetzt auch bei allen ziemlich auf die Ähnlichkeit geachtet, dass es ziemlich ähnlich aussieht von allen, weil es für mich persönlich dann wichtig war, dass es für euch auch ein bisschen übersichtlicher ist. Ich möchte zwar, dass es einen kleinen Punkt, einen Unterschied hat, damit man erkennt, was was ist, aber im Prinzip möchte ich, dass es ein bisschen zusammen aussieht, dass es nicht so komplett das ist das und das ist das. Also wenn man sieht, das hier ist grün, das hier ist rot, man muss einfach, dass das grün grün ist, oder, und das ist mal vielleicht ein bisschen ein helles Grün. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. ja. Gut, das war der Exkurs von den Thumbnails. Gut, dann kommen wir zu den Facebook-Bannern. Ja. Gut, fangen wir mit dem ersten an. Meine erste Facebook-Seite hieß einfach SGP Fan News. Das war so eine Mischung zwischen, ich wollte im Prinzip eigentlich aus der Sicht, nicht mehr aus meiner Sicht schreiben, sondern aus der Sicht einer dritten Person, das heißt, dass ich eigentlich im Prinzip aus der Ich-Form schon schreibe, aber ein bisschen aus der dritten Perspektive reinschaue. Und ja, das war das Ergebnis davon, das war noch mit GIMP gemacht und das ist Schrott, das kann ich jetzt euch jetzt schon sagen, das ist mir schon richtig peinlich, das hier alles zu zeigen. Ja, das hier war das nächste mit Angel Beats und beziehungsweise mit Yuri und Asna. Dann kam das Weihnachtsspecial. Ja, da hat sich meine Kamera mal nicht so verabschiedet. Vielleicht war die Datei zu groß. Wer weiß. Wo bin ich stehen geblieben? Irgendwo mit, genau. Mal fangen wir einfach nochmal mit den Weihnachtsdings an. Und mit Weihnachtsding kam dann die schneeweiße Katze. Dann kam das wirklich ein halbes Jahr durchgehalten hat, das mit den beiden Hauptcharakteren von Yosakura Quartet Hanano Uta. Yosakura Quartet Hanano Uta, lassen wir es so. Und ja, das hat mir wirklich sehr verdammt gut gefallen. Ich benutze sehr viele Kraftausdrücke. Entschuldigung dafür schon. Und das ist jetzt an sich, das ist das Aktuelle, was ich wirklich aktuell auf Facebook verwende. Und das wurde mir eben auch von dem Grafiker empfohlen, dass ich so gut wie möglich überall das gleiche benutze. Das habe ich dann auch gemacht und das ist das Ergebnis davon. Ja, gut, dann kommen wir ja, zum Logo-Design würde ich sagen. Das erste Logo, das ich noch gefunden habe, war das mit dem Stern. Das war eigentlich schon das fünfte, das sechste Logo, das ich produziert habe. Beziehungsweise das produziert wurde. Es war für viele nicht am Anfang nicht klar, ob das jetzt SGP ist oder SPG. Aber ich wollte eigentlich, dass dieses SG zusammen ist und dann dieses P dazwischen gequetscht ist. Aber es ist schon SGP. Das wollte ich eigentlich mit diesem Logo schon verdeutlichen. Das ist mit dem neuen ist es jetzt klar, wie es wirklich ist. Mit den anderen alten zwei, also mit dem hier und mit dem hier, das ihr noch nie gesehen habt, muss ich ehrlich sagen. Das war so ein 3D-Design, das ich mal mit einem Kollegen ausprobiert habe. Und das, ja. Dann kommen wir mal zum Neuesten, oder? Das ist alles Hightech jetzt mit PNG, mit Schatten, Lichtwurf, weiß ich da geil was.
Und hier ist es klar. Also wenn mir jetzt noch jemand kommt, der ist nicht klar des SGPs, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Gut, dann kommen wir zu den One-Layout-Designs. Dort habe ich, ich habe noch wirklich sehr viele von den alten. Ich meine, ich bin 2009, ich bin jetzt schon seit 2009 bei YouTube dabei. Und ja, das ist wirklich schon eine Hammerweile. Und ich habe jetzt einfach mal die zwei neuesten eingepackt. Das hier war das, was ihr bis vor einem halben Jahr eigentlich alles gesehen habt. Das mit Kirito, Asuna und Leafa bzw. Suguha. Das war, fand ich bis zu diesem Punkt sehr, sehr gut. Und dann jetzt das Aktuelle. Das ist dann mit einem kleinen Farbcrusher passiert, weil ich, da muss ich jetzt ehrlich gesagt so eine Super RTL-Serie denken. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber dort, das hat mich wirklich inspiriert, so einen Farbklatscher hinzuklatschen. Und ja, genau. Hier noch eine Skizze, die ich noch vom alten Logo jetzt gefunden habe. Meine Güte, wie das alles aussieht. Ja, gut. Ich würde sagen, um jetzt das Ganze noch ein bisschen zu binden, mache ich hier mal noch kurz ein paar Outtakes rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach den Outtakes. Mir persönlich hat Breakblade sehr gut gefallen. Im Animationsbereich und Bereich. Im Pastell geht es grob gesagt also um den jungen Mugi Tadano, welcher in Yu Tsukisagi verliebt ist. Pastell ist ein hervorragender Manga, in dem es um eine romantische Komödie mit einem Schuss Ecchi geht. Pastell ist... Oh shit. Die Story gebe ich ein 4 von 5 für das Artwork. Wir haben das 21. Jahrhundert. Japan wird von dem grausamen Tokugawa-Shogunat regiert und ist mittlerweile vom Rest der Welt abgeschotteter Staat. Scheiße! Schreiben das 21. Jahrhundert. Japan wird von dem grausamen Tokugawa-Shogunat regiert und ist mittlerweile ein vom Rest der Welt abgeschotteter Staat. Yukimuru vor... Schreiben das 21. Jahrhundert. Persönlich hat der Anime gefallen. Die Synchronisation von Shaka Ryuran, Samurai Girls, hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Synchronisatorin von Yukimura Sanada, gesprochen von Kati Pfleghar, und von Kanetsu Gunawe, gesprochen von Shanti... Persönlich hat der Anime gefallen. Die Synchronisation von Shaka Ryuran, Samurai Girls, hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Synchronisatorin von Yukimura... So, ich hoffe, die kleinen Outtakes, die ich rausgesucht habe von den Hunderten, die ich habe, haben euch ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten, hier und da vielleicht für einen kleinen Lacher gesorgt. Ich hoffe auch natürlich, nach dieser peinlichen Aktion kann ich mich niemals mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. nein, Spaß beiseite. Gut, dann bleiben wir noch kurz bei etwas Witzigem. Ich habe noch ein paar Screenshots rausgepickt in meiner Laufbahn, die ich dort habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe dort ein paar dreiste Sachen noch ein bisschen rausgepickt. Und das erste ist das hier, also beziehungsweise dreist ist ein bisschen komisch, ich würde sagen komisch trifft es wohl eher. Denn einmal habe ich bei Amazon.de habe ich eingegeben Clannad und was zum Teufel kam dabei heraus? Genau das. Man bekommt einfach so ein Internat der heuren Töchter, Teil 1, einen verfickten Hentai. Also ich suche nach einem Drama-Romance-Anime, was bekomme ich? Ein fucking Hentai-Anime. Ja, das war wirklich so. Könnt ihr jetzt gerne mit den Augen rumkullern, wie ihr möchtet. Das war eben wirklich so. Da ist der Screenshot. Jetzt kommt ihr sicher mit, das ist gefotoshoppt, das könnt ihr gerne glauben. Aber der Screenshot beweist nur die Wahrheit. Genau, und jetzt muss ich kurz einen kleinen Cut machen, weil ich habe das an den anderen Screenshot versifft. Das heißt, ich habe den falschen kopiert, ich muss doch mal kurz den suchen gehen und ich würde sagen, bis gleich. So, dieses Bild hier, das ist jetzt wirklich verfickt dreist. Jetzt komme ich schon wieder mit meinem Denglisch. Das ist wirklich so verfickt dreist, dass ich an diesem Abend wirklich, boah, ich war auf 180 Uhr. Ich meine,
Der kennt wohl sicher die Funktion zu Favoriten hinzufügen nicht. Also nimmt er meine Videos, ladet sie herunter und ladet sie wieder hoch. Serious? Yes, serious talking about shit, würde ich sagen. Direkt darunter könnt ihr noch so ein kleines Video dann noch von weiteren YouTubern sehen, die auch ziemlich berühmt sind. Also ich bin ja nicht so berühmt, ich bin ein kleiner Fisch. Jetzt möchte ich aber noch klarstellen, dass mir das egal ist, dass ich ein kleiner Fisch bin. Solange ihr Spaß an diesem Projekt habt, habe ich auch Spaß und das reicht mir völlig aus. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich meine, wieso tut man so etwas? Was erwartet er davon? Ich habe natürlich gleich sofort alle die Videos hier gemeldet. Ich meine, der hat ja nicht mal die Dings da, die Wasserzeichen entfernt. Ich meine, also, boah, hey, also da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Also, es gibt dumme Leute und es gibt sehr dumme Leute. Und der gehört zur Kategorie sehr dumm. Okay, gut. Kommen wir nun zu den genauen nicht veröffentlichten Videos, die also beziehungsweise die noch nicht veröffentlicht sind. Beziehungsweise fangen wir gleich mit dem ältesten an, nämlich mit dem 5. Unreview, das ihr niemals mitbekommen habt. Beziehungsweise genau 200 Personen haben es mitbekommen, denn ich war verfickt nochmal der erste deutsche YouTuber, der den Anime Sword Art Online reviewed hat. Was war? Ich habe dort eine Musik verwendet, wurde gestrikt, das Video wurde dreimal gelöscht und ja, genau. Ich war nicht mehr der erste YouTuber, der das SO Review gemacht hat. Das wisst ihr natürlich alles nicht, oder? Genau. Aber ich muss sagen, es war jetzt nachhinein betrachtet was von Aniplex jetzt nicht mal so badass-mäßig, weil ich meine, ich habe das Intro habe ich beim ersten Mal verwendet, also dort war es, glaube ich, noch verstanden. Aber beim zweiten Mal habe ich immer noch den Trailer verwendet gehabt, weil ich wollte nichts konventionell damit verwenden, oder? Ich wollte einfach nur sagen, hey, dieser Anime ist geil, da bist du dieses Dings. Es war ein Review bis zur Episode 6, wo SAO noch geil war, muss ich jetzt sagen. Ja, genau, das war's eigentlich. Gut, dann ein Review, das ihr noch nicht gesehen habt, das schon ein bisschen länger auf meiner Festplatte rumhängt, ist das No Game No Life Review. Beziehungsweise Ersteindruck, ich kann es jetzt nicht mehr Ersteindruck nennen, weil es jetzt eine Review ist. Auf dem German Otaku Website findet ihr dann dem nächsten Review dazu. Ich würde sagen, so im Ende Februar, März, April, so etwas darum. Fertig geschrieben habe ich schon, ich muss nur noch planen, beziehungsweise die letzten Bilder hinzufügen. Und ja, vielleicht wird dazu auch noch ein audiovisuelles dann nochmal folgen mit ein bisschen updateden Qualitäten. Ich meine hier mit ein bisschen mehr High-Tech-Shit und so. Genau, und die andere Review, die ich noch nicht veröffentlicht habe, ist zum Beispiel noch High School DxD, den Manga-Review, habe ich noch nicht gemacht, weil ich da genau so einen Überschnittpunkt hatte, wie ich die neuen Reviews machen möchte und wie die alten auszusehen haben. Ja, genau. Gut, dann eins, das ich auch noch nicht veröffentlicht habe, das ist das Unreview zu Black Bullet. Dazu werde ich dann eins machen, sobald der Anime auf Deutsch erschienen ist. Deshalb ist es nicht erschienen, das war der Grund dazu. Und ein Review, das auch noch nicht erschienen ist, ist dazu Mikaku City Actors. Ich habe dort beim Schnitt aufgehört, weil ich dort hatte ich genau diese Schnitt-Down-Phase und dort hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, ne, keine Lust mehr. Und ja, genau. Gut, jetzt haben wir 30 sind wir durch, Facebook-Banner sind wir durch, gelöschte Videos sind wir durch. Intro und Outro können wir überspringen, brauchen wir nicht dazu. Ich hab euch jetzt genug vollgelabert. Genau. Dann werde ich vielleicht noch ein paar Soundtracks und so ein bisschen reinhauen, was vielleicht einige von euch noch interessant finden, weil ich wurde schon oft nach den Soundtracks von den Alten gefragt, wo man das downloaden kann. Kann man nicht, da das eine Originaldatei ist, die ich selbst hergestellt habe. Ja, genau. Vielleicht werde ich auch noch das alte Logo nochmal machen, nochmal einblenden, damit ihr sehen könnt, wie das früher so war und wie es jetzt so ist, damit ihr so einen kleinen grafischen, technischen Unterschied seht von früher zu heute. Und was soll ich dazu sagen, noch mehr als, ich möchte euch wirklich danken für die verdammt geilen 6 Jahre
Ihr seid eine verdammt gute Community und ich hoffe natürlich weiterhin auf eure Unterstützung. Und ja, ich möchte nicht dieses ständige Geblabber hier am Schluss so mal abonnieren und bla 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 machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, halt nicht. Und wenn nicht, dann bitte noch eine Begründung unten dran. Ich habe in letzter Zeit ein paar Hater, habe ich ein bisschen das Gefühl angezogen. Wenn ich sie irgendwie unglücklich gemacht habe, tut es mir leid. Ich weiß zwar nicht, in welcher Form, dass ich sie unglücklich gemacht habe. Vielleicht gefällt es ihr nicht, wie ich meine Kameraeinstellung mache. Aber hätte man auch unten reinschreiben können. Ich meine, ich gehe euch ja nicht gleich an den Hals, wenn ihr unten reinschreibt, boah, dein Video ist scheiße, weil bla 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 bla. Aber ich hatte schon Kommentare wie, boah, dein Video ist scheiße. Habe ich drunter geschrieben, ja, bitte schreib eine Begründung darunter. Was habe ich bekommen? Nichts. Keine Antwort mehr. Ja, diese Leute hat man gern. ja, gut, noch etwas Dreistes, dann verabschiede ich mich. Ich mache hier immer so ein langes Ende drumherum. Ich habe wirklich drei persönliche Nachrichten bekommen, wo gefragt wurden, ob ich zu Sekirei die kompletten Folgen hochladen kann auf Deutsch, auf YouTube. Dann, ob solche Sachen legal sind. Und dann, ob ich nicht von Kamikaze Kaito Chen noch die Episoden 16 bis weiß ich was hochladen kann. Und ich muss sagen, dort ist mir der Kragen geplatzt. Also, ich bin froh, dass dort nicht eine Kamera in der Nähe war, dann hätte ich mir nicht mehr erkannt. Ich meine, hallo Leute, die sind lizenziert. Wenn ich das auf YouTube hochlade, dann werde ich ja so richtig so, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich meine auch andere Leute, die das machen, das ist rechtlich gesehen nicht in Ordnung. Beziehungsweise selbst wenn es noch auf der Grauzone, ich nenne das so ungern Grauzone, weil es für mich persönlich keine Grauzone ist. Aber, also ich meine natürlich nicht, dass es dann besser ist. Ich meine natürlich, dass es eine Grauzone nicht ist und mir trotzdem ins Illegale abschweift, aber das ist ein anderes Thema. Und meine persönliche Ansicht dazu natürlich. Und ja, naja, gut. Lassen wir das. Ich war dabei, mich bei euch für die geilen 60 Jahre zu bedanken. Ich fühle mich langsam alt mit meinem YouTube-Kanal. Ich gehöre noch zum alten Eisen. Ja, genau. Gut, in diesem Fall vielen Dank für die Zeit und vergesst nicht zu kommentieren. Gut, habe ich das auch noch erwähnt. Und dann würde ich sagen, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Matane. Hating yourself, no matter what.